Ja, und somit wieder ein recht herzliches Hallo zu MXGP 2, das offizielle Motocross-Videogame. Ja, wir spielen unsere Karriere weiter. Und noch einmal ganz kurz zur Info, wieder bei mir ist gerade, was haben wir jetzt? 11.04. genau, Montag, 16.15 Uhr, mein Aufnahme. Datum, die Aufnahmezeit gerade jetzt für alle, kurz nur die Info, also kurz bevor jetzt der vorige Part im Prinzip freigegeben wird, nur mal zur Richtigkeit klargestellt. So, wir starten rein. Aha, ich hoffe, es ist auf schwer gestanden, jetzt habe ich nicht geschaut, ich habe es mir gerade getestet, ist schwer, war es wirklich schwer, aber so soll es auch sein. Wenn wir gar nicht mehr zurechtkommen, dann müssen wir vielleicht wieder einen Grad zurückreden, aber sollte noch vom letzten Spiel auf schwer gestanden sein. Aber mal schauen, wie wir einfach zurechtkommen. Irgendwie werden wir schon ins Ziel kommen. So, die Schaltung gehen wir wieder auf hoch. Das war es eigentlich schon wieder. Wir machen mal ein kurzes Training, dass ihr auch die Strecke mal so in aller Ruhe anschauen könnt. Und ich noch einmal... Boah, das da, die Passage da, habe ich auch nicht ganz drauf. Das sind so komische Hügel, muss man irgendwo einmal wahrscheinlich Tempo rausnehmen. So, die Passage, auf die kann ich mich irgendwie vom Einzelteil erinnern. Aber das weiß ich ganz so optimal. Geht aber noch. Noch nicht zurückschauen. Und her links. Auf den können wir uns gleich einmal orientieren. Der hat bei meinem Proberennen das Rennen nämlich gewonnen auch wieder. Boah, da schneide ich mir rein. Ich wollte mir gleich mehr seine Linie anschauen. So, KTM-Kollege. Haben wir gleich. Super Zug fährt, den fahren wir gleich einmal nach. Ich will eher mal schauen, was der für eine Linie fährt. Ah, der fährt da nach außen, okay. Und bei den komischen Hügeln, da muss ich schauen, wie der da, oder wo der dann Tempo rausnimmt und so. Also wir sind bis jetzt, wenn wir vorne wären beim Start, könnten wir da ruhig mitfahren vorne. Also das ist dann immer das Problem, wenn wir dann auch im Getümmel dann vielleicht drinnen ist und dann Sturzgefahr hoch ist, das ist nämlich genau die Sache. Okay, bis hierhin einmal alles relativ klar. So, da jetzt auch noch kein Problem. Ja, jetzt drüber, ja, da fährt auch noch normal. Jetzt nach rechts. Er hat da auch seine Probleme, okay, alles klar. Vierter, sollen wir noch eine Runde? Auf das kann ich mir irgendwie erinnern da. Mal schauen, ob vielleicht die gute Position doch ein bisschen was bringt. Am Start. Schauen wir mal kurz noch bis zur ersten Zwischenzeit vielleicht. Ich hoffe, euch hat das nicht in der Nations Cup gefallen, was ich da eben im letzten Part kurz angezockt habe. Weiß ich eben noch nicht, weil ich den Part eben, wie gesagt, schon hochgeladen habe, aber noch nicht freigegeben, deswegen weiß ich noch nicht eure Reaktion. Ob wir da weiterfahren sollen und so. Aber das Ganze bitte unter diesem Video dann auch posten und schreiben, wenn ihr da mehr sehen wollt, also unter dem vorigen. Der hat hier den Hügel da umfahren, okay. Jetzt bin ich 4 Zehntel hinten, oder wie? Okay. So, Moment, kurz. Ach, da muss ich kurz niesen. Ja, ich glaube, Training haben wir genug. Ich bin 4.1,2. Der ist auf 6. Ja, dann fahren wir maximal hinter Jonas noch zurück. Und da sind wir schon 7. Also kann man sich täuschen. 8. Ja komm, wir wollen fahren, oder? 9. Naja. Und 11. Na super.
Perfekt. Ja. Gut. Können wir sich merken. Die verbessern sich im Quali dann auch doch um einiges. Da tut sich noch einiges. Ah, Geyser ist mein Versus. Der Nummer auf der Nummer 1. Das war ganz optimal. Das auf 4 auf der Strecke. Naja. So, zufällig ein Plätzchen frei bei euch? Nö. Zack. Jo. Start frei. Ja, da hinten sehen wir uns sogar. Wenn wir ganz genau hinsehen. So, weiter. Ah, nein. Ja, machen wir mal einen Sicherheitsstart. Und der Ton ist wieder weg. Super. So, hier wird es natürlich sehr... Ja, da sind wir auch gar nicht so schlecht durchgekommen. Hoffentlich bekommen wir keine mit. Jawohl. Das war sehr wichtig, diese erste Hanado-Schikane da. Boah, noch nicht passiert, noch nicht passiert. Dritter Platz. Oh, geil. Das auf schwer, hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Sie erster. Komm, aber warten mal ab. Wir müssen mal ohne Sturz hier über die Runden kommen. Bei einem Probelauf ist mir doch nicht so gut gelungen. Vielleicht doch das eine Mal vielleicht immer ein bisschen zurückstecken, bevor man da zu viel riskiert. Vor allem jetzt, wo wir schon so eine gute Position haben. Übersetzung ist, glaube ich, auch nicht so der Fehler gewesen wieder. Kämpfer gerade um Platz 2. Dixie erster hier auf seiner, ja, müsste fast eine Kawasaki sein, oder? In grün. Ja, Julio überholen uns da wieder. Und hinten lauern sie auch schon. Nicht auf die Seite. Ja, hier. Ah, das ist genau das. Und da ist schon der erste gestürzt, oder? Zumindest hat sich so angehört. So, sehr gut. Jetzt hier die... Geht eigentlich fast voll, sehr gut. Auf das kann ich mich erinnern, aber hat es also ähnlich Passage gegeben im Einzelteil. Na, jetzt haben wir leicht den Anschluss verloren hier an die Spitzengruppe. Mal ab, vielleicht haben wir noch... Ja, hier kommen wir wieder ein bisschen ran, sehr schön. Ja. Ein bisschen mein Eck. Kurz überlegt, auf Mittel zu drehen, aber Gott sei Dank. Ja, der Start ist natürlich extrem wichtig, dass man da A einmal nicht stürzt, das ist einmal das A und O. Und dann nicht im Mittelfeld hängen bleibt, sondern gleich wirklich Top 5 dabei ist. Ja, dann ziehen wir jetzt voll nach innen, schauen, was das bringt. Das war gar nicht so schlecht. Für die kriege ich gerne außen. Boah, da springt uns fast drüber. Ah, oh, das wollte ich gar nicht. Ich meine, ich wollte schon auf dem ersten Platz, aber jetzt nicht so direkt da gerade. Hat zufällig gepasst. Wir sind sogar auf dem ersten Platz. Aber nur wie lange ist die Frage. Ja, die zwei. Mal schauen, im zweiten Lauf kann es natürlich auch gleich wieder komplett anders laufen. Wie gesagt, die Startphase. Ich bin sehr gespannt, ob es mal wieder halbwegs gelingt. Mal sitzen zu bleiben. Boah! Ist jetzt wer gestürzt? Crash, Julio. Beide oder was? Nein. Es sind beide gestürzt. Nein, oder? Es sind... Ja, zum Glück nicht wir, aber... Eieiei. Hans Dietz hinter uns. Ja, so. Ah, boah, das war nicht meine Angst. Unnötig Zeit hergeschenkt. So kann es laufen vor im Probelauf. Ja, nicht einmal in die Top 10 gekommen. Hinten herumgegurkt.
paar Unfälle gehabt, so zwei, drei. Zweimal habe ich die KI weggeräumt, einmal bin ich irgendwo ausgerutscht. Und jetzt ist mein erster. Ja, so, so kann es laufen beim Motocross. So kann es laufen. Trotzdem auch eine sehr interessante Strecke, jetzt kein Überhighlight irgendwo dabei. Aber eine solide, kompakte, super Strecke. Also bis jetzt alles ganz okay gewesen eigentlich von den Strecken her. Und ich freue mich schon auf die Open Klasse bzw. auf die MXGP dann. Da wird das Ganze noch einmal ein bisschen interessanter sicher. Hier können wir mal üben und uns eingrooven bei der MX2. Können wir in aller Ruhe fahren. Die ganzen Strecken mal kennenlernen. Ja, schade, dass beide da gestürzt sind. Ja, ist blöd gelaufen. Auf der 20 hinten gibt es auch gerade einen Crash wieder, aber da hinten ist klar. So, jetzt habe ich da ein bisschen Tempo rausgenommen. Jetzt war das ein bisschen besser, glaube ich, hier. Und das Start- und Startziel. Das muss ich mal merken. Da hinten, da ist dann noch ein bisschen höherer Hügel. Was haben wir da? Errungenschaften. Auf Europa, was? Made in Martinkhofen. Ja geil, drei Erfolge freigeschalten auf Steam. Max aus die zweiter Taxier 6 da noch geworden, immerhin. Wer war da noch dabei? Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Oh, Pauls Jonas mit 41. Nur auf der 11, aber sein Kollege Justs auch noch 12. Herlings 14. Der muss auch einen Crash gehabt haben. Heute mal nicht vorne mit dabei. Ich bin nicht gewinnt, das. Ja, ich verstehe es noch immer nicht ganz, aber ist okay. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie der zweite Lauf verläuft. Das wird jetzt definitiv sehr interessant. Jo, gehen wir gleich mal rein. So, da sehen wir uns genau mit unserer blauen Brille und dem orange-schwarzen Helm. Ein bisschen leuchtet er ein bisschen raus. Ja, da schauen, dass wir so einen Helm kriegen, dass wir eben wirklich rausleuchten. So, jetzt einmal schauen und... Ah, geht so... Wir sind wieder gleich wie vorher, jetzt sind wir ein bisschen weiter hinten allerdings. Aber kein Sturz, das war wichtig. Auch immer schön zu sehen, wie die Stiefel und das Ganze dann im Laufe des Rennens verschmutzen. Immer da das Eck. Sechster, geht noch, geht noch, geht noch. Tonkopf haben wir hier. Geht noch. Also wenn wir da in der Gegend zumindest bleiben können, wäre das Wochenende ein Traum für uns. Warten wir mal ab, was noch passiert. Oh, Bett drauf, was ist ja hinter uns der Sturz. Ich habe es noch gehört, wie es gekracht hat. Vielleicht stürzt da vor uns auch noch irgendwo einer. Boah, Glück gehabt, der ist ein bisschen reingesprungen. Hier gibt es Gott sei Dank nicht so das... Oder die extreme Ecke, wo einer reinzieht und uns abschießen könnte. Ja, hier bei den Haarnadeln ist immer sehr gefährlich. Aber es ist noch relativ verhältnismäßig breit, also es geht eigentlich. Wenn man auf der Strecke ein paar Runden einmal vorher so dreht und vielleicht sogar einen kleinen Testlauf macht, dann weiß man auch, die Ecken, da wollte auch schon kommen von hinten wieder und uns innen ausbremsen. Das ist mir schon das eine oder andere Mal passiert. Ja, da war er schon wieder, oder? Nur ob man sonst der da hinten hinter uns nicht abschießt, irgendwo in einer Haarnadel. Versuchen darf man da, oh, da springt der nächste daher. So, jetzt kommt das hier ein bisschen runter vom Gas und jetzt wieder raus, genau. Das war zumindest nicht langsamer als die anderen. Runde 2. So, ich bleib voll am Gas, jawohl, perfekt. So, ich hab auch ein bisschen was gut gemacht. Schön raus wieder, jawohl, ja, sehr schön. Julio, da ist er wieder. Ah, das war wieder schlecht, jetzt können wir da durchziehen. Ganz die, alle dabei. Ja, und wir auch, hier kurz genau meine Ecke, wo ich gar nicht so schlecht bin. Vorbei an ihm. So, jetzt aber ist keine... Ah, willst nicht übertreiben, wollte ich sagen.
Gut, wir können sowas machen. Jetzt will auch was in der Hand haben. Gute Position hier nicht herschenken. Abdurell hier. Oh, da verhindert, das war schon wieder sehr knapp. Ja, da war da wieder eine komische Linie, eine komische Art zu fahren, mit dem ich jetzt nicht ganz gerechnet habe. Also momentan sind wir sogar kurz zweiter. Ganz die hier. Ah, da innen. Ah, ja, ja, zum Glück nicht gestürzt. Da hin und wieder brauchen wir auch ein bisschen Glück noch zusätzlich. So, wir sind auf der 3. Alles im grünen Bereich, alles ganz gechillt. Boah, da schießen die schon wieder von hinten her, das ist ja unfassbar. Ja, ob sie da nicht fahren, weil sie im dicken Zoom-Ding eingestellt sind, die KI. Da kommt er schon wieder, wenn es blöd läuft, schießt er mich schon wieder ab. Oder die müssen einfach enger fahren, das hilft nichts. Vielleicht überlegt er sich dann. Ja, das war gar nicht schlecht. So, jetzt geht's in die letzte Runde. Ah, fast zu spät umgelenkt. Das ist zwei Kawasakis da vor mir, oder was? Taxi und Hans D. Direkt die Kawasaki-Strecke. Wir bester KTM-Pilot. Boah, schon wieder hier das... ungewollt wieder rein. Auf der 2. Tixi. Tixi. Ja, wir können natürlich auch lieber kurz vor der Haarnadel auch einen Blick zurück machen. Jetzt wissen wir, dass der da ist. Oh, da gibt uns eine leichte Mitte außen. Ja, jetzt ist passiert. Wir haben meinen Platz verloren, kann man sagen. Da wollte ich ihn innen und dann ist aber genau er wieder auch innen reingefahren. Aber zum Glück nicht allzu viel passiert. Letzte Runde, ja, der Sieg ist somit, glaube ich, weg. Aber ihr habt gesehen, möglich wäre es gewesen sogar wieder. Automatisch gedrückt, sorry. Abgerutscht am Stick. Und Finish. Jawohl, Gott sei Dank. Abgerutscht am Stick und instinktiv gleich einmal auf R1 gedrückt. Naja, sehr gut. Dritter Platz, das ist gut. Tixi vor Hans D. Schau uns mal das gesamte Wochenende an. Das haben wir gewonnen. Ein Punkt vor Hans D. Aha. Wer wird? Also er zweimal 22, wir haben einmal gewonnen. Also er ist zweimal zweiter, genau. Und wir einmal erster und einmal, was war das jetzt? Dritter? Vierter? Jetzt habe ich nicht geschaut. Egal. Ein Punkt vor uns die auf jeden Fall. Sehr schön. Sehr schön. Der Titelverteidiger mehr oder weniger, kann man sagen. Und wo sind unsere Monticelli? Zehnter mit der KTM. Oh, wow, wow. Jonas hier nur ganz schlecht unterwegs. Keine KTM-Strecke. Just auch nicht gut. Und Herlings mit 7 und 5 Punkten. Kann ich schauen, wo der in der Aufstellung war, aber der war auch so scheiße. Gibt's ja nicht, oder? Ja, mal kein so guter Tag. Schauen wir mal, insgesamt ist er natürlich noch souverän vorne. Ist aber gut, dass er nicht jedes Rennen hier einfach so wegzieht. Finde ich sehr sympathisch. Und wir sind wieder davor gesprungen auf die 4. Haben der Jonas und Lieber wieder überholt auf mit 152 Punkten. Und ja, da ist auch bis... zumindest zwei, durchaus alles möglich, glaube ich. Am Herlings ist doch schwer zu einzuholen, glaube ich. Aber ja, zumindest jetzt so
um Platz 4 herum werden wir uns wohl weiter bewegen. Sehr schön. 20 Minuten. Wo geht's als nächstes hin? Talavera. Muss ich mir dann auch in aller Ruhe vorher mal anschauen, ob wir den auch auf schwer bringen. So, was könnte man noch? Was könnte man noch? Jetzt haben wir ein bisschen Zeit noch. Machen wir mal einen Blick rein. Oder kann man sich da während dem Ding einfach ein anderes Motorrad auch kaufen? Ich habe keine Ahnung, was das für einen Sinn dann machen würde. Dann müssen wir aufrüsten auch wieder. Könntest du mir sagen, ob ich weiterfahren soll? Ja, ich glaube schon, oder? Warum soll ich mir jetzt eine Kawasaki noch zusätzlich kaufen? Verstehe den Sinn nicht ganz dahinter. Was kann ich da hier? Lauter 250er. Noch eine zweite, oder wie? 10. Achso, das würde ich mir schon kaufen, wenn ich draufklicke, oder? Aber für was? Oder fährt der dann in meine... Oder ist das... Moment. Moment, 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 Moment. Nee, oder? Fährt er dann in meinem Team oder so? Ach du Scheiße. Gibt es da ein billiges Motorrad auch nicht? Ich will das nochmal testen. Nein, die kosten alle 10.000. Husqvarna. Ist Husqvarna nicht irgendwie mit KTM? Ich weiß gar nicht. Wir kaufen uns jetzt irgendein Motorrad, eine Yamaha. Und da könnte man in Notfall, wenn das nicht so ist, im Rossi-Design dann herumgurken auch. Oder? War schon optisch noch geil aus auch. Suzuki. Eine Kawa natürlich in grün ist natürlich must have. Honda. Oh, mit den zwei Auspüffen. Auch sehr geil. Ne, komm, wir kaufen uns eine Yamaha. Ja. So, kann ich jetzt irgendwas machen? Ist die jetzt in... Ist die jetzt... Nein, da steht meine Nummer drauf. Fährt da jetzt irgendwer für mich? Was bringt mir das? Das bringt mir genau nichts, oder? Gut, Erklärung war auch keine dabei. Haben wir zwar jetzt einen 10er beim Fenster rausgeschmissen. Aber das muss man jetzt einfach versuchen, oder? Ja, das und die Bremse, ja, das müssen wir dann natürlich... Aber gut, aber solange keiner für mich fährt, nehme ich das aber auch nicht. Schade. Ich dachte schon... Naja, gut. Vielleicht wisst ihr da zufällig... Moment, Team? Nö. Dass der für mein Team fährt, das wäre doch geil. Naja, schade. Ist nicht. Ist nicht. Ja, einen Rossi-Helm nehmen wir dann... Den nehmen wir dann, wenn wir mit der Yamaha mal fahren. Hier ein neuer Helm, der irgendwie in der Startaufstellung gut rausleuchtet. Schauen wir vielleicht noch schnell. Ja, schwer, 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 schwer. Die haben alle natürlich... bunte Helme und so. Also schwierig. Ja, gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Ja, komm, kauf uns mal den Fox-Helm hier. Die Brille ist eh ganz geil. Oder wir schauen, ob wir eine Brille nehmen.
vielleicht direkt von Fox auch, die direkt ein bisschen raussticht, dass wir das vielleicht erkennen können von der weiten. Ja, kommt die, haben wir uns rauf. So, irgendeine neue Kombi vielleicht, wurde ja gewünscht von Fox, dass wir da das Kombi nehmen, ist eh ganz geil. Oh, das schaut auch ganz nett aus. Oder hier. Moment, die. Ah, ist ganz geil. Oder die, da leuchten wir direkt raus, oder? Knallen wir uns die mal rein, haben wir noch Geld? Ja, haben wir noch. Sehr schön. Perfekt, das gefällt mir. Stiefel, was gibt's da von Fox? Irgendwas Knalliges, rosa. Hm. Ja, das passt leider nicht. Ja, blau. Ja, die werden eh gleich dreckig, oder? Ja, das passt leider nicht. Von der Farbe her. So, da neue Stiefel, die gefallen mir auch ganz gut. So. Sind wir gleich mal neu ausgerüstet. Die Halskrause, brauchen wir die unbedingt. Fahren mal mit keiner, oder? So, jetzt stechen wir da richtig raus, oder? Das könnte durchaus ein bisschen optisch ganz nice sein, dass wir das sehen, dann von außen. Ja, gefällt mir. Gut, jetzt haben wir die Zeit auch ein bisschen überbrückt. Na, schon wieder fast zu lang. Das war's. Wir sehen uns im nächsten Part. Jetzt werden wir wieder ein paar normale bringen und hoppala. Und dann wird es auch diese Stadion-Series dann geben, wenn ihr das wollt. Ich hoffe, der Nations Cup heute hat euch gefallen. Da habe ich näheres dazu auch besprochen dann dort. Falls ihr ein spezielles Land dann noch sehen wollt, wenn wir dann den nächsten Event fahren, oder wie auch immer, soll ich mit Österreich weiterfahren, sucht euch ein Land aus. Genau, seht's. Ich werde gleich mal schauen, ob ich jetzt diese Abstimmung vielleicht irgendwie reinbringen könnte. Wenn nicht, schreibt es mir einfach unten in die Kommentare, wenn das nicht der Fall sein sollte zum Schluss des Videos. Diese Abstimmung. Gut. Herzlichen Dank, das war schon wieder so viel Spaß, wie das Spiel macht. Wirklich unfassbar. Das haben sie gut hinbekommen. Geil wäre es noch zumindest eben, dass so ein eigenes Team aufbauen mit ein paar eigenen Fahrern, die dann mit dabei sind. Zumindest einer mal. Einfach mit irgendeinem virtuellen Namen. Das kann ja rechtlich jetzt nicht wirklich das Problem sein, wenn der einfach mitfährt, oder? Naja, ist ja egal. Ob mal MotoGP, vielleicht kommt er da bald einmal was, aber da ist jetzt eher mal Fokus wahrscheinlich auf Valentino Rossi beim 16er. Da werden sie jetzt im, ich befürchte es zumindest, im Privatteam-Modus und so, was man dann fahren kann in der Karriere, jetzt nicht wirklich die großen Sprünge wahrscheinlich gemacht haben. Ich tippe auf ein paar Kleinigkeiten. Aber gut, das war's. Ich hoffe, es geht sich noch aus. Wie gesagt, dass der Part ist jetzt für morgen Dienstag angesiedelt. Ich weiß nicht, ob der 11, 12 oder 1 oder so kommt. Muss ich noch schauen, aber kann durchaus sein, dass der schon um 11 wieder kommt, auch für alle, die vielleicht schon am Vormittag schauen wollen. Und den anderen muss ich dann morgen aufnehmen am Nachmittag. Das heißt, der zweite Part morgen. Also jetzt eh nach dem, von euch aus gesehen heute. Ja, ich sage mal, sollte dann hoffentlich allerspätestens um 19 Uhr kommen. Wenn es sich ausgeht, schaue ich, dass ich ihn schon um 17 Uhr raushauen kann. Aber allerspätestens soll es hoffentlich um 19 bis maximal 20 Uhr heute den zweiten Part noch sehen. Gut, das war's. Danke. Bis später. Ciao, ciao. Und liken bitte nicht vergessen. Daumen hoch. Freue mich immer riesig drüber. Danke. Ciao, ciao.